Drei Jahre nach Angel of Darkness erschien im April 2006 unter neuem Entwicklerstudio Tomb Raider Legend. Doch nicht nur die Entwickler waren neu. Neben einer neuen Hintergrundgeschichte wurde der Archäologin Lara Croft auch ein anderes Geburtsdatum verpasst. Ihr Geburtsdatum ist nun nicht mehr der 14.02.1968, sondern sie wurde 9 Jahre jünger gemacht und erblickte erst im Februar 77 die Welt. Dieses Reboot von Lara diente als Neustart der Reihe und eröffnete die Legend-Zeitlinie. Das neue Spiel ist deutlich mehr aufs Ballern ausgelegt als seine Vorgänger. Rätsel sind immer noch vorhanden, treten jedoch im direkten Vergleich in den Hintergrund und wirklich schwere Passagen wurden durch Quicktime-Events ersetzt. Die neue Lara ist ihnen aber gut gelungen. Statt der geschwächten Version aus Angel of Darkness haben wir nun wieder die Lara zurück, die immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, einiges über Geschichte weiß und auch sonst ziemlich clever ist. Es fühlt sich außerdem so an, als wäre sie jemand, der nicht nur im Vakuum der Spielewelt existiert. Im Gegensatz zu ihrer Version aus der Originalserie wurden Laras Expeditionen von viel mehr als nur dem Nervenkitzel des Abenteuers angetrieben. Sie gibt sich selbst die Schuld am Verschwinden ihrer Mutter und setzt sich dafür ein, die Wahrheit darüber herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Im Alter von 9 Jahren überlebte Lara einen Flugzeugabsturz im Himalaya, bei dessen Folgen ihre Mutter verschwand. Nachdem sie anschließend auf wundersame Weise eine 10-tägige Solowanderung vom Absturzort bis nach Kathmandu in die Hauptstadt Nepals überlebt hatte, verbrachte sie den Rest ihrer Kindheit unter der engen Anleitung ihres Archäologenvaters Richard Croft. Mit 18 Jahren nach dem Tod ihres Vaters erbte Lara die Croft-Ländereien und wurde zur Gräfin von Abington. Seitdem wurde sie mit der Entdeckung von etwa 16 archäologischen Stätten von internationaler Bedeutung in Verbindung gebracht. Tausende von Gerüchten ranken sich um Lady Crofts Taten, doch sie selbst ist leider nie für Kommentare verfügbar. Das Entwicklerstudio Crystal Dynamics war damals vor allem für Legacy of Kain bekannt. Sie entschlossen sich, die veraltete Steuerung von Tomb Raider zu überarbeiten und vertrauten dabei auf die Mechaniken ihres beliebten Spiels. Lara hat ihre zwei bekannten Pistolen zurück, kann dafür aber nur noch eine weitere tragen und mehr als 3 Medipacks sind auch nicht drin. Doch dafür kann sie sich so bewegen, als wäre sie Simone Biles auf ihrem Weg zum nächsten Olympiagold. Der Anfang der Geschichte versetzt uns zurück in Laras Vergangenheit, an jenen schicksalhaften Tag, an dem sie ihre Mutter verlor und ihr Leben sich auf einen Schlag veränderte. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden gerade in einem Geschäftsflugzeug, das über dem Himalaya in Nepal unterwegs war. Ja, das ist wahr. Aber vielleicht wollen sie ja nicht gefunden werden. Sie sollen ja recht wild sein. Yetis, die sehen nur wild aus. Vermutlich mögen sie die dauernde Kälte nicht. Würde mir auch nicht gefallen. Ach, Lara, wenn du nicht willst, musst du nie frieren. Da! Henry, was ist passiert? Lady Croft, bitte bleiben Sie sitzen. Hier ist Bravo Tango 229. Backbord wurde doch verloren. Versuche, Querfuchschübe zu öffnen. Stürzen wir jetzt ab? Steuerbordmutter reagiert nicht. Nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Stabilisator klemmt! Ruder bricht aus, verlieren an Höhe! Oh, wir stürzen ab! Mach die Augen zu, Liebes. Ich will meine Augen nicht zumachen. Seit dem tragischen Flugzeugabsturz sind etwa 2 Jahrzehnte vergangen. Trotz der langen Zeit lassen die Erinnerungen an ihre Mutter und die Ungewissheit über ihr Schicksal die Archäologin nicht los. Sie ist immer noch auf der Suche danach, was es mit der mysteriösen Steinestrade und den Ereignissen im Himalaya auf sich hatte. Nachdem Laras ehemalige Universitätskollegin Anaya von Gerüchten über einen alten bolivianischen Tempel mit einer Steinestrade gehört hat, entschied diese sich, Lara zu kontaktieren. Denn dieser Tempel könnte genau der Ort sein, den Lara sucht, um das Rätsel um das Verschwinden ihrer Mutter zu lösen. Mit der Unterstützung von Sip und Alistair Fletcher reist sie daraufhin nach Bolivien, um nach der antiken Zivilisation von Tiwanaku zu suchen. Dabei findet sie sich zunächst in den Bergen an einer steilen Felswand wieder und erkundet die Gegend ohne jegliche Ausrüstung. Zum Glück sind ihre früheren Schwächen aus Angel of Darkness nicht mehr präsent.
Alistair, das ist Tiwanaku. Eine Stadt der Prä-Inka-Zeit. Leider völlig zerstört. Die Prä-Inka-Ruinen, die sie sucht, liegen in der Nähe des Titicaca-Sees. Dementsprechend ist das gesamte Gebiet mit Wasser und Felsen gespickt. Über Funk hält sie ständigen Kontakt mit Zip, den wir schon aus dem 5. Teil der Reihe kennen, und mit Alistair Fletcher. Dieser ist Laras Forschungsassistent und ein wahres Archiv an detaillierten historischen Informationen. Er beschränkt sich jedoch auf die Analyse von bereits gefundenen Artefakten in Bibliotheken und Museen im Gegensatz zu Laras Suche nach neuen Entdeckungen. Obwohl er seit 15 Jahren an seiner Doktorarbeit an der Universität Oxford arbeitet, hat er seinen Doktortitel immer noch nicht erhalten. Seine Überzeugung, dass alles miteinander verbunden ist, macht es ihm unmöglich, die Grenzen für den Abschluss seiner Dissertation zu ziehen. Nachdem sie einige lebensgefährliche Kletteraktionen überstanden hat, muss sie in alter Tomb Raider-Manier einer Kugel ausweichen. Auf ihrem weiteren Weg läuft ihr der erste Söldner über den Weg. Ein ziemlich unsympathischer Kerl. Okay. Ich bin hier, sehe aber niemanden klettern. Ja, aber ich sehe niemanden, den ich erschießen kann. Ich hätte so gerne jemanden abgeknallt und jetzt ist hier niemand. Er schuldet mir was. Sie überwältigt ihn und macht sich durch ihre akrobatischen Fähigkeiten das Gebiet und die Ruinen zu eigen, um ihren Weg fortzusetzen. Aber je weiter sie sich in den Komplex vorarbeitet, umso mehr Gegner laufen ihr über den Weg. Schließlich gelangt sie in Sichtweite eines Tempeleingangs. Doch Ruhe, um diesen zu erkunden, wird Lara fürs Erste nicht haben. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und Verdermals. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Lara muss sich nun also mit weiteren Bösewichten auseinandersetzen. Doch auch sie können der Archäologin nichts anhaben. Geschickt schaltet Lara jeden Einzelnen aus, bis sie am Eingang des Tempels ankommt. Bevor sie diesen betreten kann, wird sie jedoch erneut angegriffen. Bei dem Versuch, sich von Lara zu distanzieren, laufen die Angreifer allerdings geradewegs in eine Falle. Oh, das klang endgültig. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Nun kann Lara endlich den großen Komplex von Tiwanaku in Ruhe erkunden. Tiwanaku war eine antike Stadt am südlichen Ufer des Titicaca-Sees und war das spirituelle und politische Zentrum der gleichnamigen Kultur. Zwischen 400 und 900 nach Christus entwickelte sich diese von einer kleinen Siedlung zu einer geplanten Stadt mit monumentalen Steinbauten im Zeremonialzentrum. Die Architektur, darunter die Pyramide von Akapana und der Tempel von Kalas Asaya, zeugt von der kulturellen und politischen Bedeutung dieser Zivilisation. Die Bewässerungstechnologie und die künstlichen Terrassen belegen die wirtschaftliche Basis, während die Vielfalt der Darstellungen in den Steinen die multikulturelle Natur des Reiches widerspiegelt. Obwohl Tiwanakus politische Dominanz im 11. Jahrhundert nachließ und das Reich im 12. Jahrhundert endgültig zusammenbrach, bleibt es eines der wichtigsten antiken Zentren in Südamerika, dessen Einfluss auf Architektur, Kunst und Landwirtschaft fortbestand. Bis heute wurden erst etwa 7% der einstigen Stadt freigelegt und von Archäologen untersucht. Gemäß der Viracocha-Sage wurde der Bau von Tiwanaku unter der religiösen Signatur des Gottes Viracocha, dem höchsten Gott der Inka, eingeleitet. Diese Sage hat verschiedene Versionen, je nachdem, welche Kultur sie erzählt. Im Allgemeinen dreht sie sich um einen mächtigen Schöpfergott namens Viracocha, der in der Mythologie der Inka und anderer präkolumbianischer Kulturen verehrt wurde. In einer verbreiteten Version der Legende wird Viracocha als Gott beschrieben, der aus dem Titicaca-See, dem heiligen See der Inka, auftauchte. Er soll die Erde und den Himmel geschaffen haben, sowie die ersten Menschen, die er aus Ton formte. Diese Menschen waren jedoch unvollkommen und nicht gehorsam. Daher zerstörte Viracocha sie mit einer großen Flut. Danach begann er, die Welt neu zu erschaffen. Er wanderte durch das Land und lehrte die Menschen verschiedene Fähigkeiten und brachte ihnen Kultur und Zivilisation bei. Er soll auch die Sonne, den Mond und die Sterne geschaffen haben, um Licht und Ordnung in die Welt zu bringen.
In einer anderen Version der Legende wird Viracocha als wandernder Einsiedler beschrieben, der magische Kräfte besitzt und Wunder vollbringen kann. Er soll Städte und Tempel gebaut haben, deren Ruinen noch heute in den Anden zu finden sind. Nachdem er seine Mission erfüllt hatte, verließ er die Erde und versprach, eines Tages zurückzukehren. Teile dieser Geschichte könnten euch bekannt vorkommen, denn auch die Bibel hat sich dieser Motive bedient. Quer durch diesen Tempel, bei dessen Entstehung Viracocha möglicherweise die Finger im Spiel hatte, muss Lara nun einen Weg finden. Sie arbeitet sich mit der Hilfe antiker Mechanismen tiefer in die Kultstätte hinein, wobei sie sogar ein kleines Stück tauchen muss. Wie üblich nimmt sie dabei keine Rücksicht auf Tierschutz und erledigt alles, was ihren Weg passiert. Mit einigen Überresten, die sie in dem alten Bauwerk findet, gelingt es ihr schließlich, eine Falle zu überwinden und in den nächsten Raum vorzudringen. Du scheinst voranzukommen. Ja, aber ein Vieh. Mit Geduld und Beharrlichkeit. Dort setzt sie einen antiken Mechanismus wieder in Betrieb, um eine Tür zu öffnen und das nächste Areal zu erreichen. Der Ausgang hat allerdings ähnliche Tücken wie der Eingang. Erneut muss Lara einer Falle aus dem Weg gehen. Anschließend schafft sie es, eine Brücke zu erreichen und erblickt endlich wieder das Tageslicht. Auf der anderen Seite wird sie aber bereits erwartet. Doch sie entdeckt auch die Steinestrade, nach der sie gesucht hat. Anaya hat sie auf die richtige Spur gebracht und Lara beginnt sich zu erinnern. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht, bleib hier! Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts! Inmitten der schweigenden Leere, die ihre Mutter hinterlassen hat, findet sich die 9-jährige Lara alleine mitten im Himalaya wieder. Sie tut das Einzige, was ihr bleibt, und vertieft sich in die Studien des Mechanismus, der ihre Mutter hat verschwinden lassen. Anschließend lässt sie nur ihre Yeti-Zeichnung zurück und setzt ihren Weg alleine fort. Zurück in der Gegenwart bleibt ihr aber nicht viel Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen. Denn der amerikanische Geschäftsmann und Abenteurer James Rutland wurde ebenfalls nach Bolivien geschickt und er und sein Team sind Lara zuvorgekommen. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. James stammt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Er hat seinen Abschluss an der Militärakademie West Point mit Ach und Krach aus eigener Leistung gemacht und ist nicht halb so intelligent wie Lara. Er ist ungestüm in seinem Handeln und tut Dinge, ohne nachzudenken. In seinen Plänen bevorzugt er Geschwindigkeit vor Taktik. Nachdem Rutland die Erinnerungen an Laras verstorbene Freundin Amanda wieder lebendig gemacht hat, wird die Archäologin von seinen Handlangern angegriffen. Nach einem intensiven Kampf entkommen er und die meisten Söldner in einem Hubschrauber. Alleingelassen untersucht Lara den Steinsockel.
Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das? Keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Okay, wer war das? Du hast von den Rutlands gehört, oder? Tja, das war der jüngste Sohn des US-Senators James Rutland. West Point-Absolvent. Viel mehr hat er nicht gemacht. Zeig mir das Filmmaterial. Willkommen, Lady Croft. Muss Ihr Handgepäck geleert oder gefüllt werden? Winston, sehen Sie sich das an. Es ist fast identisch, nur anders aufgebaut. Identisch? Womit? Mit etwas, das ich mal in Nepal gesehen habe. Weit entfernt von irgendwelchen Inkas. Ah, und Sie glauben, es ist ein Fragment des Schwertes? Was für ein Schwert? Eher von einem weiteren Schwert. Sip, finde möglichst viel über diesen Rutland heraus. Ich will wissen, wo er sich im Moment aufhält. In Peru? Er hat Paraíso erwähnt. Er hat angedeutet, es gebe dort Informationen über die Artefakte. Er sagte, du warst in Paraíso. Was ist dort passiert? Und wer ist Amanda? Alles da? Sieh dir die Bilder an und finde einen Zusammenhang. Sip? Ruf Anaya an. Sag ihr, wir treffen uns Samstagmorgen in Paraíso. Lara ist sich nun bewusst, dass das Schwert in die Aussparung des Sockets gesteckt werden muss, um das Portal zu aktivieren. Verzweifelt, um zu verstehen, was mit ihrer Mutter passiert ist, beschließt sie, das Schwertfragment um jeden Preis zurückzuholen. Doch Rutlands Andeutungen über Amanda lassen sie ebenfalls nicht los und sie muss sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Ihr Weg führt sie daraufhin nach Paraíso. Zum einen spricht Sip von Paraíso in Peru. Das könnte El Paraíso im Norden Limas sein. Der rund 5000 Jahre alte Bau, der sich einst dort befand, dürfte eine der ältesten Kultstätten Südamerikas gewesen sein. Doch leider wurde diese im Jahr 2013 durch Bagger zerstört. Vor der Zerstörung nannten die Archäologen ihren Fund Tempel des Feuers. Hier sollen Priester Opfergaben verbrannt und mit den Göttern kommuniziert haben. Das Örtchen, in dem sich Lara nun befindet, könnte aber eher Paraíso in Bolivien sein. Ein Dorf mit etwa 838 Einwohnern im Jahr 2012. Von der Entfernung her würde das eher zu Anayas Informationen passen. Denn laut ihr sei die Hauptstadt Boliviens, La Paz, nicht weit entfernt. In Wirklichkeit trennen die Orte aber dennoch mehrere hundert Kilometer. Lara begegnet ihrer langjährigen Freundin schließlich am Dorfplatz des kleinen Örtchens, das von einer längst vergessenen Tragödie geprägt ist. Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Doch die Zeit für ein Pläuschchen mit Anaya ist knapp, denn die beiden werden angegriffen. Lara schickt ihre Freundin voraus und macht die Söldner im Alleingang fertig. Sie arbeitet sich durch das Dorf, findet ein Motorrad und stiehlt dieses. Anaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. In der Zwischenzeit haben auch Söldner die Verfolgung von Anaya aufgenommen und Lara macht sich nun daran, ihnen in die Quere zu kommen. Während einer rasanten Verfolgungsjagd durch die karge Landschaft entledigt sich Lara einiger lästiger Handlanger und holt schließlich Anayas Verfolger ein. Mit einer spektakulären Stunteinlage gelingt es Lara, die letzten Feinde in einem Truck zu überwältigen, bevor sie schließlich zu ihrer Freundin in den Jeep gelangt. Die beiden fahren noch ein Stück gemeinsam, bis sie eine stillgelegte archäologische Ausgrabungsstätte erreichen, wo Lara und ihre Freunde vor vielen Jahren eine Tragödie erlebten. Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel
zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Auf einer Reise durch Laras Vergangenheit lernen wir nun mehr über ihre Freundin Amanda und die damaligen Ereignisse. Amanda Evert ist eine Anthropologin, deren Interesse an Metaphysik und Mystik ihre Theorien über die Welt und die verlorenen Wahrheiten geprägt hat. Sie träumte immer davon, diese Wahrheiten und mystischen Kenntnisse wiederzuentdecken, die von der modernen Wissenschaft aus der Welt verdrängt wurden. In ihrer Studienzeit wurde in den Tiefen eines unterirdischen Komplexes während Grabungsarbeiten ein Dämon freigesetzt, der die meisten Teammitglieder tötete. Lara versuchte vergeblich, einige ihrer Freunde zu retten. Schließlich blieben nur sie und Amanda übrig. Doch ihre Freundin traf damals eine folgenschwere Entscheidung. Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest. Oh, oh Gott! Halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sif an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Nun haben wir also von Amandas tragischen Geschichte erfahren. Und Lara versucht sich erneut Zugang zu dem Tempel zu verschaffen. Auf demselben Weg, auf dem auch damals das Wasser eingeströmt ist. Nach einem langen Tauchgang muss sie unter Wasser einige Steine aus der Wand ziehen, wodurch das Wasser aus dem Grab verschwindet. Nun kann Lara sich wie vor einigen Jahren schon in dem Bau zu Fuß bewegen und findet den Schuh ihrer Freundin. Ist es das, wofür ich es halte? Das ist ein Anachronismus. Der gehörte Amanda. Schuhe fallen doch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch. Sie erkundet den Raum und findet ein Loch in der Wand. Hinter diesem entdeckt sie ein Wandbild. Es gelingt ihr, dieses zu entziffern und damit die Legende der Königin von Tiwanaku aufzudecken. Da war der König. Aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicaca-See. Dort gab er ihr seinen Stab. Ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Gott der Wasserklosets. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies.
Erinnert dich das an etwas? An die König-Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Kein Mythos ist so lebendig wie der um König Artus und die Ritter der Tafelrunde. Seit Ewigkeiten wird nach Spuren von Artus Existenz gesucht, doch er bleibt bis heute ein Phantom. Die Geschichte von König Artus, den Rittern der Tafelrunde und Excalibur ist eine Sage, die viele Variationen und Interpretationen hat. Irgendeine Version hat wahrscheinlich jeder von uns zumindest in Teilen schon mal gehört. Hier ist eine sehr allgemeine Zusammenfassung. Die Legende beginnt mit König Uther Pendragon, der sich in Igraine, die Frau des Herzogs von Cornwall, verliebt. Der Zauberer Merlin hilft Uther, sich in das Aussehen des Herzogs zu verwandeln, um mit Igraine zu schlafen. Aus dieser Beziehung wird König Artus geboren, aber er wird kurz nach der Geburt weggebracht, um vor den politischen Intrigen geschützt zu werden. Artus wächst unwissentlich als Waisenkind auf, bis er das Schwert Excalibur aus einem Stein zieht. Dieser Akt bestätigt ihn als rechtmäßigen König von Britannien. Mit Hilfe von Merlin sammelt Artus die besten Ritter des Landes um sich und gründet die Tafelrunde, einen erlesenen Kreis von Rittern. Der bekannteste Ritter der Tafelrunde ist wahrscheinlich Sir Lancelot. Die Tafelrunde versammelt sich um einen runden Tisch, um Gerechtigkeit und Ehre zu fördern. Zusammen nehmen sie an zahlreichen Abenteuern teil, in manchen Erzählungen auch an der Suche nach dem Heiligen Gral. Die Geschichte wird jedoch von Intrigen, Verrat und tragischen Liebesgeschichten begleitet. Lancelot und Guinevere, die Frau von König Artus, beginnen eine leidenschaftliche Affäre, was zu einem Zerwürfnis innerhalb der Tafelrunde führt. Letztendlich führen diese Konflikte zu Artus' Untergang. Im Höhepunkt der Legende wird Artus in einer Schlacht schwer verwundet. Excalibur, sein mächtiges Schwert, wird ins Wasser geworfen und von der Lady im See aufgenommen. Artus wird daraufhin auf die Insel Avalon gebracht, um geheilt zu werden und verspricht eines Tages zurückzukehren. Die Legende endet aber mit Artus' ungewissem Schicksal. Doch die Enthüllungen, die Lara in der Dunkelheit findet, können ihr nur von Nutzen sein, wenn sie den Söldnern unter Rutlands Führung stets einen Schritt voraus bleibt und sich vor den Fallen des Komplexes in Acht nimmt. Ohne einen Kratzer davongetragen zu haben, steht sie schließlich in einer riesigen antiken Tempelstruktur, in der ein Rätsel auf sie wartet. Sie sucht sich zwei Kugeln zusammen und bringt diese an die dafür vorhergesehenen Orte, um so einen Mechanismus zu aktivieren. Dadurch entdeckt sie zunächst ein Abbild von einem Schwert in einem Stein. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tivanaco gesehen haben? Es gibt mehr als einen, aber es ist möglich. Anschließend sucht sie eine weitere Kugel und macht sich auch diese zunutze. Dadurch wird eine weitere Leiter freigegeben. Lara klettert diese hinauf und findet das Grab der Königin von Tivanaco. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Wunderbar, Lara. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen, an der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen.
Lara will nun also nach Japan. Bevor sie sich jedoch auf den Weg zu Shogo Takamoto, einem Geschäftsmann, der zum Yakuza-Boss geworden ist, machen kann, um das gesuchte Artefakt, das er aus der Waseda-Universität gestohlen hat, an sich zu bringen, muss sie erst mal wieder aus diesem Grab entkommen. Der Rückweg ist jedoch ein wenig schwerer als der Weg in den Tempel hinein, da es an der einen Stelle keinen Boden mehr gibt. Zudem kreuzen unterwegs einige Söldner ihren Weg. Lara schickt sie in den Urlaub auf unbestimmte Zeit. Dank eines Seils, das diese in das Grab hinabgelassen haben, schafft sie es schließlich aber auch zurück an die Oberfläche zu gelangen. Nachdem sie ein weiteres Dutzend Söldner erledigt hat, kann sie endlich zu ihrer Freundin zurückkehren. Denn Anaya wartet bereits sehnsüchtig auf sie und Lara hat auch einiges zu berichten. Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toho Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen. Besser könnte es für Lara doch gar nicht laufen. Da Shogo Takamoto sich nicht einfach so mit ihr treffen will, nimmt sie an der Party ihres früheren Bekannten, einem wohlhabenden Medienmogul und ehemaligen investigativen Journalisten namens Toru Nishimura teil, um sich dort auf neutralem Boden mit dem Yakuza-Boss zu treffen. Sie findet sich also auf einer schicken Stehparty mit Gesellschaftstanz wieder. Nach einem kurzen Smalltalk mit dem Barkeeper lässt sie ihren alten Freund wissen, dass sie da ist und macht sich auf den Weg zu ihm, um ihn aufzuklären, was hier gleich passieren wird. Hallo, Lara. Gefällt Ihnen meine kleine Party? Totemo tanoshinde imas Nishimura-san. Aber wenn Takamoto eintrifft, dann könnte es möglicherweise Probleme geben. Aber Vorsicht! Er kann sehr gefährlich werden, wenn er andere Pläne hat als Sie. Sie wären überrascht, wie überzeugend ich sein kann. Egal, wie gefährlich Sie sind. Das glaube ich gern. Ich bin auch gefährlich, wie Sie wissen. Aber bitte... Genießen Sie die Party und viel Glück. Kaum hat Lara den Raum verlassen, wird sie draußen auch schon wieder erwartet. Takamoto ist aber nicht wirklich in Stimmung zum Verhandeln und er hat der Abenteurerin scheinbar manches nicht vergeben. Wie Sie wissen, ist meine Zeit kostbar. Natürlich, Takamoto-san. Ich suche ein Schwertfragment, das Sie aus der Waseda-Universität, wie soll ich sagen, gestohlen haben. Also, ich bin kein Dieb. Und ich rate Ihnen, diese Anschuldigungen zu unterlassen. Heißt das etwa, Sie wollen verhandeln? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Doch, haben Sie. Sagen Sie nur, wie viel. Sind Sie taub, Miss Croft? Ich weiß nicht. Mal sehen. Wollen Sie wieder um Ihr Leben betteln, wie bei unserem letzten Treffen? Korose! Imasuyere! Das Vergnügen der Party hat also nicht lange angehalten. Und Lara lockert die Veranstaltung ein wenig auf, denn sie bekommt es mit Takamotos Männern zu tun, während dieser sich in sein Penthouse zurückzieht. Barfuß in einem zerrissenen Kleid und bewaffnet mit ihren markanten Pistolen, die sie eingeschmuggelt hat, heftet Lara sich an seine Fersen. Nishimura greift kurz ein, bevor sie geht, und erklärt, dass der einzige Weg, um Takamoto zu bekommen, über die Baustelle auf dem Dach führt. Er rät ihr zur Vorsicht und gibt ihr einen Pass für den Aufzug. Auf dem Dach findet Lara ein Motorrad und entschließt sich kurzerhand, dieses zu nutzen, um ihren Weg fortzusetzen. Doch bei einem waghalsigen Stunt geht diese schließlich zu Bruch. Hast du den Verstand verloren?
Motorrad wohl kaum. Über einige Gerüste klettert sie an der Fassade der Wolkenkratzer entlang. Schließlich schwingt sie sich über einige Metallgerüste weiter, geschickt um die Ecke und gelangt zu einem Apartmentkomplex. Aus einigen der Geschäftsräumen macht Lara nun, ohne mit der Wimper zu zucken, Kleinholz. Auch die dazugehörigen Söldner müssen das Zeitliche segnen. Sie kann ihren Weg schließlich fortsetzen, indem sie einen großen Bildschirm von der Wand reißt, hinter dem allerdings noch weitere Anhängsel von Takamoto auf sie warten. Nachdem sie alle erledigt hat, wird wieder ordentlich geklettert. Doch nicht alles an den Gebäuden trägt Laras Gewicht und sie muss schnell sein. Doch sie schafft es schließlich, sich Zutritt zu einem luxuriösen und museumsartigen Penthouse zu verschaffen. Dieses ist allerdings auch ziemlich gut geschützt. Aber auch eine Selbstschussanlage kann Lara nicht viel anhaben. Mit Hilfe einer ziemlich stabilen antiken Kugel kann sie den tödlichen Schüssen entkommen und trifft schließlich auf Takamoto. Dieser weigert sich aber, Lara das Schwert sehen zu lassen und überlässt es ihr, sich erneut mit seinen Männern auseinanderzusetzen. Was ist damit? Was fasziniert Sie daran so sehr, Miss Croft? Zeigen Sie es mir, dann sage ich es Ihnen. Ihre Beharrlichkeit wird Sie noch umbringen. Sie zerstört sein halbes Apartment und kann den Yakuza-Boss schließlich in seinem Wohnsitz aufspüren. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn's recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach. Ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Er soll sogar einer von König Artus' Rittern gewesen sein. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam, denn es stammt aus einer Zeit vor dem 11. Jahrhundert, als ihr Volk noch in Lehmhütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben? Nein, deshalb! Nun ist es an Lara, Takamoto zu erledigen. Wirklich schwer ist es nicht, man braucht nur etwas Ausdauer. Mit dem Schwertfragment am Ende eines Speers kämpft er gegen sie und Lara sieht die furchterregende Kraft des Schwertes zum ersten Mal selbst. Doch das Artefakt nützt Takamoto nicht viel. Es gelingt Lara, Takamoto zu erledigen und sich den ersten Teil des Schwertes zu sichern. Okay, das ist es. Hast du gesehen, wozu es fähig ist? Ja, das habe ich, Alistair. Hervorragend. Richte ihm aus, dass er der Größte ist. Danke, Nishimura-san. Ich bin sehr froh, Sie hier zu sehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Was ist mit Takamoto? Wo ist er? Kommt ganz darauf an, ob er brav gewesen ist. Ich habe übrigens James Rutland aufgespürt. Willst du auch gerne? Klar, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Keine Spur von Rutland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Lara ist in Ghana angekommen, um Rutland zu verfolgen und hat ebenfalls erfahren, dass sie gerade auf denselben Faden wandelt wie einst ihre Eltern. Es dauert nicht lang und sie spürt einen geheimnisvollen alten Tempel hinter einem riesigen Wasserfall auf, wo Rutland bereits auf sie wartet. Lara! Sie kommen ganz schön rum, was? Ah, sieh an, da ist Rutland. Wie wär's? Plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber naja. Nach einem kurzen Wortgefecht macht Lara sich daran, den Tempel zu betreten. Viele Kulturen, die riesige Tempel in der Nähe von Ghana errichtet haben, gab es nicht.
Jedoch erstreckte sich ungefähr in dieser Region das Mali-Reich, welches im 13. Jahrhundert auf dem Höhepunkt seiner Macht stand. Es war das größte westafrikanische Reich der Geschichte. Die wichtigste Einnahmequelle der Menschen damals war Goldhandel. Das Handelszentrum war Timbuktu, was ungefähr einen 12-Tages-Marsch von Ghana entfernt liegt. Obwohl das Mali-Reich selbst keine Goldminen besaß, wurde Gold aus anderen westafrikanischen Regionen wie beispielsweise Guinea und Ghana bezogen, oft in Form von Tributzahlungen. Möglicherweise hat Lara nun hinter dem Wasserfall antike Überreste dieser Zivilisation gefunden und die mittlerweile stillgelegten Fallen könnten dazu gedient haben, das wertvolle Gut zu schützen. Lara arbeitet sich tiefer in die Anlage hinein und trifft natürlich wieder auf einige von Rutlands Anhängern. Auch dieses Mal haben sie nicht den Hauch einer Chance gegen die Archäologin. Sie macht sich schließlich eine antike Apparatur aus dem Komplex zunutze und aktiviert ein Wasserrad, welches dem Gebäude wieder Leben einhaucht. Über das sich nun drehende Rad kann Lara eine Leiter erreichen und die Kultstätte weiter erkunden. Dabei entdeckt sie einige Kanäle und gelangt in eine große Halle mit einigen Mechanismen. Die Geheimnisse dieser Krypta muss Lara nun lösen, um wieder Wasser in den Tempel hineinfließen zu lassen. Dazu muss sie einige schwere Steinblöcke in der richtigen Balance halten, um drüber klettern zu können und verschiedene Areale zu erreichen. Mit Hilfe eines weniger antiken Floßes kann sie sich über das bereits vorhandene Wasser bewegen und so auch Bereiche erklimmen, die sonst zu hoch wären, um sie aus dem kühlen Nass heraus zu erreichen. Nach erfolgreichem Durchqueren der Ruine kann sie schließlich einen Mechanismus mit Hilfe einer Kiste betätigen, woraufhin endlich Wasser fließt. Doch das hat wie immer so seine Konsequenzen, denn die eben noch stillgelegten Fallen erwachen nun zu neuem Leben und haben über die Jahre nicht an ihren scharfen Klingen eingebüßt. Doch auch das hält Lara natürlich nicht auf. Schließlich bereitet ihr auch noch eine heranrollende Kugel Schwierigkeiten. Sie geht auch dieser gekonnt aus dem Weg und kann die Ritusstätte wieder verlassen. Doch sie verliert auch die Funkverbindung zu Alistair und Sip. Ups, wir haben ein Problem. Alistair? Sip? Seltsam. Fürs Erste bleibt ihr also nichts weiter übrig, als an der Außenseite des Tempels weiterzuklettern und ihren Weg fortzusetzen, bis sie einen weiteren Weg in das Innere des Heiligtums findet. Denn aus der Ferne kann sie für die beiden nichts tun. Doch Winston hat die Wahrheit erzählt. Sie stößt auf die Spuren ihrer Eltern. Oh. Liebste Amelia. In Liebe. Richard. Es gehört der Mutter. Sip, kannst du mich hören? Anschließend muss sie weitere Fallen überwinden und begegnet wieder Rutlands Männern. Nach einigen waghalsigen akrobatischen Einlagen und einer weiteren Kugel gelangt sie immer tiefer in den Komplex, bis sie schließlich vor Rutland steht. Sie suchen also auch die Kalali-Schlüssel. Perfekt. Sie werden lachen, aber ich weiß nicht, wovon Sie reden. Aber nicht doch. Er setzt das Schwert wieder zusammen. Er ist etwa faustgroß. Und Amanda hat rausgefunden, dass er hier ist. Was wissen Sie über Amanda? Wo ist sie? Ihr Vater hat doch hier gegraben, nicht wahr? Naja, Amanda dachte, er könnte den Schlüssel gefunden haben. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Erzählen Sie mir von diesem Schwertfragment, mit dem Sie ständig rumfuchteln. Also, ich befasse mich schon länger damit. Und ich habe einiges gelernt. Ich zeig's Ihnen. Rutland gibt nun zum Besten, was er von dem Schwertfragment gelernt hat. Doch es nützt alles nichts. Gegen Lara hat er keine Chance. Doch bei Lara zu Hause im Croft Manor ist die Luft in der Zwischenzeit dicker geworden. Die Teile wurden nicht zerbrochen. Sie sollen sich teilen und wieder zusammenfügen. Macht es der Galali-Schlüssel? Ja. Verraten Sie mir vielleicht, wem es gehörte? Den Kreuzrittern? König Artus? Geschichte interessiert mich nicht. Dann bleiben Sie doch hier und denken über die Zukunft nach. Aber eine Zukunft ohne mich. Laufen Sie mir lieber nicht nochmal über den Weg. Vielleicht hat Ihr Vater die Galali-Schlüssel nicht gefunden. Aber das weiß Amanda nicht. Sie ist gerade in ihrem Haus. Hoffentlich sind Sie gut versichert. Na endlich! Ich versuche schon ewig, euch zu erreichen. Was ist passiert? Diese Frau, sie kam einfach durch die Tür. Sie hatte eine Art... keine Ahnung, was zum
komme sofort zu euch. Nein, wir sind okay. Hör zu, du musst sie erfolgen. Sie sucht ein weiteres Teil des Schwerts. Was? Wo? In Kasachstan. Ich bin auf ein Foto gestoßen, das sich mit deinen Fundstücken deckt. Okay. Erstell eine Inventarliste und suche ein Ding namens Galali-Schlüssel. Ich mache einstweilen einen Ausflug nach Kasachstan. Zieh dir was Warmes an. Ich mag die Kälte. Schieß los. Ich hatte recht. Es war ein Geheimprojekt der Sowjets in den 50ern. Das Projekt Carbonic. Das Labor hat ein altes Schwertfragment untersucht. Aber irgendeine Katastrophe hat den KGB auf den Plan gerufen. Und er hat das Labor dann vollständig aus der Geschichte getilgt. Fast. Unten scheint's Ärger zu geben. Du kommst gerade rechtzeitig. Oder etwas zu spät. Rutlands Männer greifen die Kasachen an. Oder Amandas Männer. Vermutlich steckt sie dahinter. Das Labor ist irgendwie mit der Militärbasis verbunden, leider wissen wir nicht wie. Wenn du die Kommandozentrale findest, sind wir im Spiel. Okay, sobald die Schießerei vorbei ist, solltest du... Ach komm schon, Sip. Wagen ist was für Weicheier. Laras Suche nach dem nächsten Schwertfragment führt sie zu einem Militärstützpunkt in Kasachstan. Dort sind die Männer von Amanda dabei, einige Soldaten zu überwältigen, um die Kontrolle über den gesamten Ort zu erlangen. Mit einem Fallschirm stürzt sich Lara mitten in die Arena und die Gegebenheiten eines Militärstützpunktes kommen ihr zugute. Sie erkundet das verschneite Gebiet gründlich und kann schließlich zwei Soldaten vor den Söldnern retten. Diese geben ihr dafür einen Zugangscode zu einem weiteren Bereich. Sind Sie Amerikaner drin? Britin, wir haben wohl einen gemeinsamen Feind. Wo ist Ihre Kommandozentrale? Не отвечай ей. Что здесь нужно? Погоди, если нас позюют, тот исключат от работы тревог. Центр включет нам подмогу. Да ты что? Мы здесь охраняем только снег и зверную мочу, и ты хочешь сам идти. Durch das Tor. Der Code ist K1879. Спасибо. Пожелайте мне удачи. Doch auch da wird sie bereits erwartet. Die Verteidigungsmaßnahmen der Burschen lassen allerdings zu wünschen übrig und Lara macht sich das zunutze, bevor sie das Gebäude betritt. Satellitenbilder? Wir haben unsere eigenen, da ist nichts. Man kann das Labor von oben nicht sehen. Wir brauchen Karten. Da ist es. Puh, ziemlich weit. Ich muss nicht laufen. Ein Versorgungszug fährt direkt am Labor vorbei. Amandas Männer haben einen Vorsprung. Ich muss mich beeilen. Lara muss nun schnell zum nahegelegenen Bahnhof. Wir sind hier jedoch nicht bei der Deutschen Bahn und der Zug fährt pünktlich ab, wodurch Lara ihn verpasst. Die Rettung steht jedoch direkt vor Ort und die Abenteurerin stiehlt mal wieder ein Motorrad, mit dem sie die Verfolgung des Zuges aufnimmt. Mit ca. 200 km/h geht es jetzt durch den Schnee. Unterwegs bekommt sie es mit einigen Männern zu tun, mit denen nicht zu spaßen ist. Schließlich schafft sie es aber, sich mit dem Motorrad auf den Zug zu manövrieren. Das ist jedoch alles andere als ungefährlich und sie hat Glück, dass dieser nicht mit einer Oberleitung betrieben wird. Von der Lok aus wird sie jedoch erneut angegriffen. Warum auch immer, steht aber mitten auf den Gleisen ein entflammbarer Tank, mit dem der Zug nun überraschenderweise kollidiert. Auf dem Dach des brennenden Zuges hat Lara sich nun in eine ungünstige Lage gebracht. Doch auch diese heikle Situation meistert sie und kracht mit den Überresten des Zuges schließlich in ein verlassenes sowjetisches Labor, wo vor 50 Jahren fehlgeschlagene Experimente an dem Schwertfragment zur Schließung führten. Doch zunächst muss sich Lara an der brennenden Bahn vorbeiarbeiten. Durch einen Lüftungsschacht gelangt sie tiefer in das Labor. Aus den Wänden ragen zahlreiche offene Stromkabel heraus und sie findet einige tote Wissenschaftler. Lara dürfte diese Gegebenheit aber schon aus dem U-Boot in Russland vor einigen Jahren gewohnt sein und weiß daher, mit den Kabeln umzugehen. Auch die restlichen Tücken des Komplexes überwindet sie problemlos. Nachdem sie einen Generator wieder zum Laufen gebracht hat, gibt es auch wieder Licht im Gebäude und einige verriegelte Türen öffnen sich.
Lara kann ihren Weg durch das verfallene Labor nun fortsetzen, doch muss sich auch vor den giftigen Gasen, die aus den Wänden austreten, in Acht nehmen. Schließlich schafft sie es, zu Amanda aufzuholen. Diese ist aber gar nicht gut, auf Lara zu sprechen. Hey, das ist sie! Amanda? Nein, Lara, ich hab zu tun. Du hast dich ziemlich verändert. Dann warst du das in Bolivien, bei Rutland. Ich war schon überall und komme an Orte, von denen du nicht mal träumen kannst. Dieses Mal wirst du zurückbleiben. Tut mir leid. Es tut mir leid, Amanda. Hätte ich gewusst, dass du lebst, hätte ich doch alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu retten. Bitte. Darüber bin ich schon längst hinweg. Weißt du, was mich wirklich geärgert hat? Als ich rauskam und sah, dass ihr weg wart, ohne auch nur zu versuchen zu... Was machen Archäologen doch gleich? Ach, ja. Graben. Wir wollten dir ein Denkmal setzen. Von mir aus. Verhindert, dass sie mir folgt. Amanda ist also immer noch ziemlich wütend darüber, dass sie im Paraíso zurückgelassen wurde und schneidet Lara den Weg ab. Lara muss sich nun also etwas anderes überlegen. Am Fuße des Komplexes entdeckt sie zudem eine Apparatur mit einer Art Tesla-Transformatoren. An diesen klettert sie hinauf, um sich ihren Weg durch das Labor zu bahnen. Der Tesla-Transformator wurde nach dem berühmten Erfinder Nikola Tesla benannt und ist eine elektrische Resonanztransformatorschaltung, die in der Lage ist, hohe Spannungen zu erzeugen. Tesla entwickelte die Spule Ende des 19. Jahrhunderts als Teil seiner Forschung zur drahtlosen Energieübertragung und elektrischen Beleuchtung. Der Tesla-Transformator, den er entwickelte, hat jedoch nur begrenzte Anwendungsmöglichkeiten für dieses Ziel. Obwohl er elektromagnetische Wellen erzeugt, können diese nur in begrenzter Entfernung und nur teilweise im Empfangskreis zurückgewonnen werden. Im Unterschied zu Leistungstransformatoren, die im Hochspannungsbereich verwendet werden und vor allem in der elektrischen Energietechnik Anwendung finden, liegt die mittlere Leistung von Tesla-Transformatoren trotz hoher Momentanleistungen im Bereich von einigen Watt bis zu einigen Kilowatt. Aufgrund ihrer in der Regel geringen Leistungen werden sie hauptsächlich als vergleichsweise sichere Hochspannungsquelle für verschiedene Schauexperimente genutzt, wie zum Beispiel als Teil von Hightech-Lichtshows, in der Funktechnik oder in Plasmalampen. Für die elektrische Energietechnik haben sie keine Relevanz. In dem Labor, in dem Lara sich befindet, sind diese Spulen aber ziemlich nützlich. Sie aktiviert mit ihnen einen Energiekern. Mit diesem kann sie dann eine Tür öffnen und folgt dem Gefährt durch einen Korridor mit Strom- und Giftgasfallen. Schließlich entdeckt sie ein Schild mit einem Wappen und einer Karte auf der Rückseite. Es ist ein Schild. 10. oder 11. Jahrhundert. Wurde wohl zusammen mit dem Teil, das wir suchen, entdeckt. Sieht aus wie Lancelots Wappen, oder? Tja, wenn es den Kerl gegeben hätte. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine Karte. Versuch darauf, was rauszufinden. Eine Idee, wozu die gut ist? Vielleicht hat unser Ritter nicht nach Hause gefunden. Oder er hatte womöglich nicht nur dieses Teil. Da der Energiekern ordentlich Saft in den Laden gebracht hat, ist nun eine alte Waffe wieder funktionstüchtig. Diese scheint eine Art Gauss-Gewehr zu sein, ein elektromagnetischer Beschleuniger für Wuchtgeschosse. Mit diesem kann sie nun eine Metallplattform an die richtige Stelle manövrieren, damit sie den Abgrund über der Brücke, die Amanda hat wegsprengen lassen, endlich passieren kann. Anschließend kann sie weiterklettern, doch sie muss erneut aufpassen, nicht Opfer des giftigen Gases zu werden, das überall austritt. Geschickt bewegt sie sich darüber hinweg, nimmt sich vor den stromfallenden Acht und gelangt in eine große Halle, in der Amanda gerade dabei ist, die gescheiterten Experimente an dem Schwert wieder aufzunehmen. Amanda, tut mir leid, was geschehen ist, aber können wir nicht trotzdem zusammenarbeiten? Es gibt kein Wir, Lara. Das gab es nie. Da unten gab es nur mich. Mich und das hier. Erinnerst du dich? Ich habe es berührt und es berührte mich. Ich bezweifle, dass das gut war. Ich habe es gezähmt und unterworfen. Mein Gott! Amanda! Etwas freundlicher als damals im Paraíso. Ich habe mir einiges beigebracht.
Bist du verrückt? Es hat unsere Freunde getötet, Amanda. Und beinahe uns. Ja, aber mir hat es das Leben gerettet. Es ist alles eine Frage der Achtsamkeit. Aber du solltest dich fernhalten. Es ist ein wenig launisch. Laut des Spiels war Tesla selbst für die Konstruktion in dieser Halle verantwortlich. An den Experimenten hat er wohl aber nicht mehr teilgenommen, denn in den 50er Jahren war der Erfinder bereits verstorben. Nun muss sich Lara die hier ansässigen Forschungen zu eigen machen, um Amandas Monster im Zaum zu halten und das nächste Schwertfragment zu sichern. Dafür muss sie zunächst einige Hebel aktivieren, ohne dem Monster zum Opfer zu fallen. Hat sie das erledigt, aktiviert sich die Maschinerie und bringt das Schwert zum Vorschein. Durch das Gauss-Gewehr in der Mitte des Raumes kann sie die Tesla-Spulen an die richtigen Positionen bringen, was es ihr ermöglicht, Amandas Monster zu schwächen und sich das Schwertfragment mit ihrem Magnethaken zu sichern. Doch das bringt die Maschinerie auch zum Explodieren und Lara muss sich in Sicherheit bringen. Du hattest nur Glück. Ist dir das klar? Glück und Können, mein Freund. Hat Alistair was über die Karte rausgefunden? Bin zurück. Du wirst es nicht glauben, wenn ich dir sage, wohin sie führt. Im Augenblick glaube ich, ehrlich gesagt, so ziemlich alles. Cornwall? Moment, meinst du etwa unser Cornwall, Alistair? Das und kein anderes. Gut, mal sehen, wer als Erster da ist. Die Rückseite des Schildes hat sie also zurück nach England geführt und ihre Suche startet bei einer verfallenen Touristenattraktion. Die Grenze zwischen Zufall und Ironie ist ein schmaler Grat. Bist du dir wegen der Karte sicher? Leider ja. Es gab vor Jahren einige dumme Gerüchte über die Entdeckung von König Arthurs Grab, die bald widerlegt wurden. Tja, und so entstand eine neue Touristenattraktion. Sehen wir nach, was wir dort finden. Es könnte lehrreich werden. Diese könnte inspiriert sein durch die King Arthur Great Halls. Diese sind versteckt im Herzen des Dorfes Tintagel in Cornwall. Dort sind Gemälde von William Hetherell zu finden, sowie berühmte Glasmalereien, die alle der unsterblichen Legende von König Arthurs gewidmet sind. Im Jahr 1928 beauftragte Frederick Glasscock den Künstler William Hetherell mit der Anfertigung von 10 Gemälden, die Szenen aus der Arthurs-Sage darstellen sollten, um sie in einem kleinen Saal zu platzieren. Hetherell war während einer äußerst erfolgreichen Karriere als Illustrator und Maler zu Ruhm gelangt. Er war seit 1892 Mitarbeiter des Graphic Magazine und hat auch viele Werke des englischen Dichters William Blake illustriert. Eines dieser Bücher hat Lara möglicherweise zu Hause. Ihr Vater jedenfalls hat Werke von ihm gelesen. Denn in dem Film erhält sie Jahre nach seinem Tod einen Brief von ihm, in dem er den Dichter zitiert. Um die Welt in einem Sonnenkorn zu sehen und den Himmel in einer wilden Blume, halte die Unendlichkeit auf deiner flachen Hand und die Stunde rückt in die Ewigkeit. William Blake. An der Außenseite des Museums schaltet Lara zunächst den Strom an, um die Ausstellungsräume in ihrer vollen Blüte mit all ihrem Kitsch betrachten zu können. Anschließend muss sie ein Schwert aus einem Stein ziehen, um ein Tor zu öffnen. Sie arbeitet sich weiter durch die Ruinen und findet schließlich einen Gabelstapler. Mit diesem durchbricht sie eine Wand und findet sich in einem Korridor voller Fallen wieder. Mit dem Gefährt kann sie diese jedoch unverletzt überwinden und anschließend ein Tor öffnen. Doch Lara scheint ihren Fuß nicht vom Gas nehmen zu können und kracht durch eine Wand, kann sich aber gerade noch so retten. Nun steht sie in einem tempelartigen Gebäude, dessen verfallene Treppen tief nach unten in den Abgrund führen, in den der Gabelstapler hinabgefallen ist. Lara macht sich daran, an den Vorsprüngen hinabzuklettern. Ungefährlicher wird es unten angekommen jedoch nicht. Hier warten einige Feuerfallen und scharfe Klingen.
Alles versucht sie davon abzuhalten, das antike Bauwerk zu erkunden. Doch Lara hat schon Schlimmeres überstanden und erreicht schließlich einen Bereich mit Wasser. Mit Hilfe eines Kronleuchters kann sie einen Sarg befreien, den sie als Gewicht für eine Plattform nutzt, um das nächste Tor zu öffnen. Von nun an geht es nur noch durchs Wasser weiter. Auch hier nutzt Lara wieder einen Sarg, um sich über das Wasser bewegen zu können und schließlich durch ein höher gelegenes Loch zu gelangen. Sie klettert hindurch, fällt einen Wasserfall hinab und findet sich in einem ziemlich unheimlichen See wieder. Am Ufer angekommen steht sie am Fuße einer mittelalterlichen Burg, tief unter der Erde von Cornwall. Sie schafft es, auf das Dach zu gelangen und sich von dort aus Zugang in das Innere zu verschaffen. Ein Mythos. Aber alles ist real. Sie sind alle hier. Der Hofstaat von Camelot. Bist du sicher? König Artus, der den Lenden unter Pendragons entsprang? Ich habe keine Zweifel an der Echtheit des Grabes, Alistair. Artus war die Figur des 11. Jahrhunderts, die zur Legende wurde. Der König von Camelot war so real, wie die Luft, die ich atme. Ich weiß nicht, Lara. Excalibur, das Schwert im Stein. Es heißt doch immer so, oder? Bitte? Schwerter in Steinen, Alistair. Sie sind Teil des Mythos. Es gab nicht nur ein Excalibur und einen Merlin. Wir sehen doch auf der ganzen Welt Schwerter und Steine. Denn es gab sie einfach überall. Du denkst also, dass sie überall Könige erzogen und den Lauf der Menschheitsgeschichte beeinflusst haben? Das ist gut möglich. Wer? Und was ist aus ihnen und ihren Schwertern geworden? Vielleicht sind sie in Avalon. Es spricht nichts dagegen. Allerdings wurde unser Merlin getötet und unser Excalibur zerbrochen und dem gemeinen Volk überlassen. Und wo ist Avalon? Ich weiß es nicht. Vielleicht auf der anderen Seite des Spiegels. Nachdem sie das Grab von Artus und den Rittern der Tafelrunde erkundet hat, macht sie sich ein Stück von einem Sarg zunutze. Mit diesem kann sie eine Säule erklimmen und einen Kronleuchter zum Schwingen bringen, der gegen eine Glocke schlägt und diese zum Läuten bringt. Dadurch wird auch das Schwertfragment freigelegt. Doch an der Oberfläche vor dem Museum sieht es weniger rosig aus. Artus Pendragon, König der Briten. Ich würde Excalibur nicht nehmen, wenn ich nicht müsste. Ich hoffe, ihr vergebt mir. Lara, hier oben stimmt was nicht. Alles, da siehst du das. Sip! Alles da! Sip, was ist los? Lara muss die Burg nun also wieder verlassen. Doch da sie bei ihrer ganzen Aktion nicht wirklich leise war, hat sie in dem See vor der Festung auch ein Seeungeheuer geweckt. Möglicherweise soll dieses das berühmte Monster von Loch Ness sein. Der schottische See, auf dem die Legende beruht, ist allerdings ungefähr 12 Stunden Autofahrt entfernt. Das sagenumwobene Ungeheuer von Loch Ness in Schottland, das oft auch einfach Nessie genannt wird, bleibt eher eine Legende als eine klassische Schauergestalt. Niemand hat ihm jemals irgendwelche Untaten unterstellt. Und niemand hat es jemals gesehen. Der Mythos von Nessie reicht bis in die 1930er Jahre zurück, als die Welt das erste Mal von seiner möglichen Existenz erfuhr. Einzelne Berichte gehen auch noch weiter zurück, doch hier wurde der Mythos weltweit bekannt. Die Geschichte begann mit Mr. und Mrs. John McKay, die an der Nordküste des Sees entlangfuhren und eine ungewöhnliche Bewegung im Wasser bemerkten. Zunächst dachten sie an kämpfende Gänse. Aber bei genauerem Hinsehen erkannten sie zwei dunkle Buckel, die sich durch das Wasser bewegten. Mrs. McKay schätzte die Länge der Buckel auf 6 Meter und beschrieb die Kreatur als ein sich rollendes und durch den See stürzendes enorm großes Tier, das schnell untertauchte, kurz bevor es die gegenüberliegende Küste erreichte. Die Lokalzeitung Inverness Courier druckte daraufhin einen Artikel über die Sichtung ab, in dem das unbekannte Tier als Monster bezeichnet wurde. Damit war der Mythos von Nessie geboren. Die Geschichte verbreitete sich schnell weltweit und zog Monsterjäger aus allen Ecken an. Eine neue Straße wurde fertiggestellt, die es ermöglichte, den See komplett zu umfahren, was zuvor aufgrund dichter Baumwälder nicht möglich war.
Die plötzliche Freilegung des Sees könnte erklären, warum Nessie nicht früher gesichtet wurde. Doch mit der neuen Sichtbarkeit des Sees gab es bis Oktober desselben Jahres bereits 20 weitere Sichtungen. Alle jedoch nur Fälschungen oder Fehlinterpretationen. Nessie wurde von Anfang an mit allen Mitteln wissenschaftlicher Forschung gejagt, auch wenn die Beweise meist aufwendige Fälschungen waren. Doch selbst ernsthafte Wissenschaftler beteiligten sich über die Jahre an der Suche nach dem mysteriösen Ungeheuer in dem Versuch, die Wahrheit hinter den alten Legenden und Sagen herauszufinden. Das berühmteste Foto von Nessie stammt von Dr. Robert Kenneth Wilson aus dem Jahr 1934 und es zeigt den typischen langen Hals mit dem kleinen, reptilartigen Kopf. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis das Foto als Fälschung entlarvt wurde. Es war das Werk des Schauspielers und Großwildjägers Marmaduke Wetherill, der ein selbstgebautes Monster mit einem Spielzeug-U-Boot als Untersatz nutzte. Lara stellt nun aber fest, dass dieses Ding tatsächlich existiert. Allerdings in Cornwall, hunderte Meter unter der Erde. Dieses Vieh ist gegen Kugeln immun und Lara muss sich etwas anderes einfallen lassen. Sie lenkt die Aufmerksamkeit der Seeschlange auf die Säulen im Wasser, an dessen Spitze jeweils ein Käfig hängt. Sobald das Ungeheuer sich auf die Säule konzentriert, lässt sie diesen auf den Kopf der Schlange hinabfallen. Nach 4 Käfigen ist die Seeschlange, die wahrscheinlich dazu bestimmt war, den Ort zu schützen, außer Gefecht gesetzt. Lara macht sich nun daran, einen Ausweg zu finden und der leblose Körper der Schlange erweist sich dabei als recht nützlich. Doch kaum glaubt Lara, das Wesen hinter sich gelassen zu haben, erwacht es erneut. Doch auch dieses Mal kann sie entkommen und die Seeschlange endgültig zurücklassen. Lange alleine bleiben soll Lara aber trotzdem nicht. Denn schnell muss sie feststellen, dass auch Amandas Männer am Ort des Geschehens angelangt sind, um ihr den Gar auszumachen und das Stück vom Schwert wieder abzunehmen. Mit Lara ist jedoch nicht zu spaßen und sie macht das unterirdische Grab um einige Söldner reicher. Schließlich erreicht sie einen Aufzug, der sie wieder nach oben in Richtung des Museums bringt. Danach macht sie sich daran, Sip und Alistair im Wagen vor dem Museum zur Hilfe zu eilen und anschließend ins Croft Manor zurückzukehren. Was ist los? Hallo, Freunde. Hey, Lara. Was ist? Haben Sie euch die Kreditkarten geklaut? Wir rufen morgen die Bank an. Alles da? Okay. Alles okay. Ich bin sowas nur nicht gewöhnt. Lasst uns verschwinden. Toll. Das ist toll. König Artus gab's wirklich. Und die Ritter der Tafelrunde auch. Und jetzt liegt Excalibur direkt vor uns. Diese trägen Bastarde in Oxford drehen durch, wenn sie das hören. Es kommt noch besser, Alistair. Was Artus Excalibur nannte, ist ein mächtiges Artefakt, Jahrtausende älter als er selbst. Aber es ist noch immer kaputt. Wer hat Sekundenkleber? Als ich in Ghana war, bat ich euch, den Galali-Schlüssel zu suchen. Ihr hattet wohl kein Glück? Er war nicht in der Sammlung ihres Vaters. In seinen Aufzeichnungen auch nicht. In Ghana war er auch nicht. Oder hat Rutland? Hallo? Was ist das? Das habe ich doch schon mal gesehen. Moment. Eine unglaubliche Ähnlichkeit, findet ihr nicht? Der Anhänger war ein Geschenk ihres Vaters. Ich wusste nicht, woher er ihn hatte. Bis heute. Wo ist er jetzt? Im Himalaya. Meine Mutter hatte ihn als... Sip, Alistair, ich muss nach Nepal. Bitte trefft alle Vorbereitungen. Machen wir. Komm schon. Lady Croft, ich hatte gehofft, Sie würden das Schwert nach allem, was Ihrer Mutter zugestoßen ist, nicht benutzen. Sie hat das Schwert entfernt. Das hat sie getötet. Ich habe etwas anderes vor.
Hätte mein Vater all das gewusst. Er hat sich so bemüht. Und sie haben ihn dafür gehasst. Niemand hat ihn gehasst, Lara. Es war aber auch keine Liebe, nicht wahr? Sein Ruf war ruiniert. Jetzt gilt es mehr als nur eine Sache von der Bergspitze zu retten. Lara ist nun gezwungen, erneut in ihre Vergangenheit zurückzukehren. Denn sie muss die Brosche, die ihre Mutter am Tag des Flugzeugabsturzes trug, wieder aufspüren, da sich diese als der Galali-Schlüssel entpuppt hat. Dafür macht sie sich auf den Weg in das Himalaya-Gebirge. In eisiger Kälte versucht sie, den Ort zu finden, an dem sie glaubt, dass das Flugzeug noch liegt. An Kletterausrüstung hat sie natürlich wieder nicht gedacht. Sie macht sich stattdessen die Eiszapfen zunutze und wird auch relativ schnell fündig. Doch auch Rutland scheint Laras Plan zu kennen und ist mit seinem Hubschrauber ebenfalls im Gebirge angekommen. Nachdem Lara sich mit einem Schneeleoparden angelegt und ein Gleichgewicht für das Wrack besorgt hat, kann sie endlich das Flugzeug betreten. Doch die 20 Jahre alten Überreste unter Laras Füßen sind nicht mehr die stabilsten und das Flugzeug droht in den Abgrund hinabzustürzen. In letzter Sekunde kann Lara die Brosche an sich nehmen und das Wrack wieder verlassen. Natürlich. Ich frag nur. Normalerweise greifst du in fremden Vergangenheiten. Da irrst du dich, Sip. Es ging immer nur um das hier. Jetzt muss ich nur noch einen Ort aufsuchen. Aber das dauert nicht lange. Anschließend begibt sie sich in den Tempel, in dem ihre Mutter einst verschwand. Wie Lara und ihre Mutter den Weg dorthin 2 Jahrzehnte zuvor gemeistert haben, bleibt mir ein Rätsel. Lara muss an eisigen Wänden und dünnen Stangen entlang klettern. Der gesamte Komplex ist recht brüchig und es geht ziemlich weit in die Tiefe hinab. Schließlich stößt sie auf Rutlands Helikopter und seine Männer, woraufhin Lara sich im Kugelhagel wiederfindet. Nachdem alle Söldner erledigt sind, gelangt sie über ein Seil tiefer in die eisigen Berge hinein. Jetzt geht es nur noch über Eisschollen weiter. Ins Wasser fallen sollte sie nicht. Zu guter Letzt erreicht sie den Tempel, in dem sie ihre Mutter vor 20 Jahren das letzte Mal sah. Sie überquert den Abgrund und steht vor einem verschlossenen Tor mit einer Statue und einer Waage. Lara macht sich aber nicht viel aus Balance und Harmonie, denn sie muss die Waage nun nutzen, um die goldene Kiste nach oben auf einem Mechanismus zum Fuße der Statue zu bringen, wodurch sich ein Tor öffnet. Anschließend kann sie den Raum endlich betreten und sich daran machen, die Bruchstücke des Schwertes zusammenzusetzen. Woher wusstest du, dass es dort ist? Gib mir ein paar Sekunden, okay? Es ist zerbrochen. Aber vielleicht? Lara ist jetzt im Besitz von Excalibur und nutzt seine gewaltige Kraft, um dem Tempel zu entkommen. Der Tempel beginnt jedoch daraufhin, sich zu verabschieden. Über die zusammenbrechenden Säulen und Stege bringt Lara sich auf die andere Seite in Sicherheit. Anschließend geht es zurück nach Bolivien. Wir fliegen nach Bolivien zurück, dann sehen wir weiter. Lara ist fest entschlossen, Excalibur auf dem Steinsockel zu verwenden. Doch Amanda, Rutland und ihre Söldner erwarten sie bereits, um ihr das Artefakt abzunehmen, und es entfacht ein Kampf.
jeder, der sich zwischen mich und den Stein stellt, stirbt. Halt! Ich will nicht, dass etwas Schlimmes passiert. Also komm lieber nicht näher. Töte sie! Lara ist den Söldnern mit den Kräften Excaliburs jedoch haushoch überlegen. In diesem Abschnitt entdeckt man Kisten mit dem Aufdruck Nadla Industries. Was uns schon zeigt, wer auf der weiteren Suche nach Antworten noch auf uns warten könnte. Doch in dem Streben, diejenigen aus dem Weg zu räumen, die sie aufhalten wollen, fordert Lara auch unabsichtlich das Leben von Rutland. Oh Gott! Sehen uns! James! Es tut mir leid, Amanda. Wirklich. Was tust du? Geh sofort da weg! Deshalb bin ich hier. Das brauchst du nicht. Wir können es beide tun. Es funktioniert nur einmal und ich werde es tun. Amanda ist nun also nicht nur ziemlich wütend, sondern auch mit dem Monster verschmolzen und fest entschlossen, Lara zur Strecke zu bringen. Doch mit Excalibur kann Lara die Oberhand behalten und Monster Amanda außer Gefecht setzen. Anschließend nimmt Lara ihr den Stein ab und macht sich daran, das Schwert an dem Sockel zu benutzen. Anhand der Aufzeichnungen ihres neunjährigen Ichs gelingt es ihr, das Portal zu öffnen und sie muss die schmerzhaften Szenen ihrer Vergangenheit erneut erleben. Getötet? Sie ist nicht tot. Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest. Bring jetzt endlich Licht in die Sache oder ich töte dich hier auf der Stelle. Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt. Wo ist meine Mutter? In Avalon. Es ist kein Mythos. Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen. Ich verschwende nur meine Zeit. Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir. Lara? All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben.
Ihn hat es angetrieben. Ich habe ihn deswegen bemitleidet. Alistair, geh sofort ins British Museum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Nimm dir was zum Umziehen mit. Du wirst länger bleiben. Okay, bin schon weg. Sip, ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an. Arrangier ein Treffen. Ist gut. Was soll ich ihm sagen? Sag ihm, mein Vater hatte mit allem recht. Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können. Lara lässt ihre ehemalige Freundin bewusstlos zurück und verspricht sich selbst, alles zu versuchen, um ihrem Vater gerecht zu werden, der entgegen allen Einwänden immer glaubte, dass seine Frau noch am Leben ist.